ja schon sagen, wo ich leider nicht zocken konnte, wünsche ich euch dennoch heute mal ganz, ganz viel Spaß bei meinem Stream. Nein, nicht neu starten machen. Au, da bin ich Guys, I want to rausgeflogen. discuss Wolf for a Einer moment. mitgekriegt. What, in your opinion, can the Jetzt WWE gehst Universe weg. expect from him here? It's still Warte early, weg. but I really Ärgere like mich his nicht, chances sonst here gibt er tonight. uns was. He certainly looks more focused than I remember seeing him in recent Haha. weeks. Here we go, Michael, one Reborn superstar by determined to Fate. make a mark, and his Eins. opponent looking to take him down. Hahaha. Just look at this man. He's all business. Oh, this is dangerous right here. Komm, Roderick, aufstehen. Ah, das sah schmerzhaft aus. Ich darf mir aber nicht zu viel spülen, weil das ist ein Turnier. Und Turniere ist davon bekannt, dass ich gut bin, also. Here he goes. Twist It's all of fate. academic from here. This, his shoulders are down. This one's far from over. Oh man, I don't know who to root for. Tja, das hat wohl nicht so ganz hingehauen. Wurscht, bringen wir halt so ein bisschen auf ihn ein. So. A spectacular DDT drops him. Ja, ich finde es schön, mal wieder zu streamen. Hat mir echt gefehlt. That'll change his posture in a hurry. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Ain't no stopping him now. Taking off his feet here. Stop. And it's no, moves like that that make him so dangerous. Don't you dare get up, man. Ey, was He's not soll looking das? Good here. He'll need to find a way See, to turn things around here. That confidence he had on his face ja, schauen wir mal, at the start of this ob er sich schon pinnen lässt. And with good reason. Incredible! This has to be it. Here's a, can he do it here? One. Two. Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. This is going to be big. Nein, nein. One way or another. Stimmt zwar nicht, dass ich Dragon Ball Xenoverse spiele, aber hey! Da muss ich mein Weißwort mal ordentlich einstellen. Ich spiele nämlich. Warte mal. Ich sollte mir mein Handy schnell einstellen. Anscheinend ist mein Dashboard gerade etwas. Na, ich spiele nämlich WWE 2K18. And talk about displaying a never say die attitude. It was as if winning was the only genau. option here tonight. Sprechen. And that'll do it here for this one-on-one match. I hope you enjoyed it as much as this das live nein, crowd appears to have enjoyed it. Back. Bitches. So. Jetzt wollte ich die Fettwerbung machen. Mein Status. Kann ich das denn noch alles teilen? Snapchat. Jetzt hoffe ich mal, dass der Streamtitel stimmt. Do not try this at home. Ja, ja, wir wissen. Halt die Luft an. Mach nicht Telefonmanager gar nicht. Passt. Streamtitel stimmt. Gran Metalik gegen Tyson Kidd. Extreme Rules. Extreme Rules, baby.
Let's run. Sorry. Ich bin jetzt. Also, wie ihr gesehen habt, bin ich wieder zurück. Ich kann es von euch perfekt spielen, aber ich gebe mein Bestes. Mit Gips ist es halt immer noch so eine Frage. Na, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, haut bloß raus. Ich würde mich freuen. Dran Metallic. Ich glaube, ich sollte den Text unten nehmen. Ja, das mache ich dann beim nächsten Stream. And his opponent from Calgary, Alberta, Canada. Ja, komm. Ist okay. Wir wissen, dass Tyson Kidd ist. Ja. Na komm, Tyson, komm, gehen wir spielen. Schon in die Ecke, ein bisschen. Alley-oop-Bomb. Oh, ich liebe sie. Also, ich krieg sie ab, dann ist es weniger witzig. Aufstehen. Schlafen kostet haben. Was mit dem Undertaker? Undertaker kommt zurück bei WrestleMania und wird gegen John Cena antreten. Genauso wie Tyson Kidd, eigentlich Tyson Kidd, Triple H und Stephanie McMahon gegen Ronda Rousey antreten. Und der Gegner ist noch geheim, also der Partner von Ronda Rousey. Aber sie ist jetzt, sobald ihr es noch nicht mitbekommen habt, auch bei der WWE. Hat einen Vollzeitvertrag unterschrieben. Wann sie jetzt aber zurückkommt, ist also in der Wochenshow jetzt offiziell angekündigt, wird es wissen. Das weiß ziemlich noch keiner, aber es wird nach WrestleMania gelistet wahrscheinlich. Also dass wir sie dieses, also jetzt bevor WrestleMania nochmal im Ring sehen, das wird wohl eher weniger passieren, wenn dann nur vielleicht für ein paar Ansprachen, aber sonst. Jetzt ist er noch gerade dabei, den Film in Kolumbien weiterzudrehen. Ja, neues Spiel, genau. Gut, aktualisiert. Danke, Weißbord. Auch wenn ein bisschen spät, aber ist okay. Ich werde gerade fett verdroscht. Das ist weniger lustig. Ja, ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Gestern, vorgestern zuletzt, aber da habe ich auch nur halbe Stunde oder so gespielt. Also auch nicht wirklich viel. Ach, Tyson, du gehst mir auf die Nüsse, weißt du das? So, eine schöne Kopfschere. Sind wir mal ein bisschen gemein, da das ja ein Extreme Roots Match ist, hole ich mir jetzt einfach mal mein Lieblingswerkzeug, nämlich den Stuhl. Ja, mhm. Dann hauen wir jetzt mal ordentlich auf seine Birne ein. Scheiße, ich weiß von Grand Metallic, die trifft's gar nicht. For some competitors, part of their strategy is to demean their opponent. A move like that says it all. Taking off his feet here. Weiß jemand von Grand Metallic die Tricks? Ich nicht. Das ist ein bisschen ätzend. High risk maneuver in the works from that top turnbuckle. Okay. So. Incoming. Tschüss. He can do it here. One, two, three. I don't believe it. Grand Metallic. This one is over. Nice one. Here is your winner, Grand Metallic. There's no doubt about it. That's a big pinfall win right there. I don't make the matches, but if I did, I'd put these two back in the ring. Was meint ihr, soll ich eine eigene Tour 5 Liga machen? Mit ein paar Selbsterstellten und mit ein paar Cruiserweights, oder soll ich das lassen? Wie wollt ihr das haben? Akira Tozawa gegen Finn Balor. Ja, da wisst ihr ja ganz genau, wen wir nehmen, ne? Finn fucking Balor. Wird lustig. Match starten. I have a message. Ich hab ne Message. Ich hab ne Message.
So. You can feel the electricity running through this arena. This is going to be some battle. One on one. Ja, das kommt davon, wenn man Here we go, zu spät fellas. I've been looking forward to this one for schaut, quite some time. Käse. That's right, and this Phoenix crowd couldn't be any more excited for this one. Denkst du wirklich, du könntest den Finn Balor besiegen oder was? Du Null, du Lappen. Flattens him with a clothesline. Verdammt, ich kann das mit dem Rausspringen nicht mehr. Ich glaube, das lasse ich dann auch lieber. Schön, das Ding gleich. I know, but what do you expect from him here? I can't wait to see how this one plays out, Michael. Both of these guys look like they refuse to lose here tonight. Na komm. Hey, if this match continues at the pace we've seen so far, nee, den Schieße wollte ich nicht gerade hauen. Nein! Verflucht. He's all business. Geh, der regt mich auf. That's what happens when you're in a powerful grasp. Okay, warte kurz, das haben wir gleich. Gehen wir halt da weiterspielen. So, da kann sich die Ausdauer ein bisschen regenerieren. Wir nehmen einen Stuhl. Bei den Nebenmeier. Wir machen aus Akira Tosawa einfach mal Kleinholz. Linkes. Eins. Zwei. Drei. Oh. Nein, nein. Au. Oh, doch nicht auf dem Kopf. Oh. Fluchte. Oh my goodness. He hits a huge elbow drop. So. Hey, 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 hey. Schau, wenn ihn Crowd jubelt, Alter. Again. Hey, it seems to be working for him. Oh, and he lands it. Really relying on that tonight. So. He might have it. Finisher Nummer 1. 19-16. Nobody does it quite like him. Der Glück, dass hier gar kein Tisch steht, sonst hätte ich ihn durch den Tisch geräumt. Aber der hat da Glück. Ist keiner da. So. Apropos Tisch. Ich hoffe, dass Finn Balor Tricks durch den Tisch hat, weil sonst wird es ein bisschen problematisch. So, den zweiten räumen wir auch noch ab, bevor er kommt. Ja, das geht sie locker aus. Dann wird's los, Digga. So. Na dann komm. Aha, daneben. Du Saftnase. Ich muss ein bisschen meine Wut von ein paar Wochen rauslassen. Up and what an inverted DDT. That should do it. That might be the end of Akira Tozawa tonight. Die Crowd abgeht, das ist so heftig. Komm, 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 komm. Ich wollte gerade sagen, der wird doch wohl einen umgekehrten Move haben, oder? Was kommt denn jetzt? Look at Finn Balor making his move. And there it is. Ich hätte es zu einem Last Man Standing Match machen sollen, verflucht. Na wurscht, egal. Wir gehen jetzt wieder rein. Wir werden uns mit dem Schiedsrichter ein bisschen anlegen, weil es Spaß macht. Weil wir es können, oder auch nicht. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. Yo. Also, Akira. Akira. Tosawa. Bam. Voll auf die Emme. Ah, nein. Can he end it quickly? Finn Balor with an easy kick out there. Yeah, it's going to take more than that. Die haben das Dings da schneller gemacht, kann das sein? Connects with a counter. Das Count-Dings? Das ist mir schon aufgefallen, weil jetzt haben wir, keine Ahnung, fast 7 Wochen nicht gespielt. Und dann ändert sich so einiges. And he delivers a knee. Vor allem, ich habe gesehen, das Hardys-Update kam schon raus. Bin ja erst gestern, ja vorgestern zum Spielen gekommen.
Es war etwas, naja, zach halt. Slightest hint of weakness in the other. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Ich weiß, ich hätte den Trick mit Ringseile machen können, aber but he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? A high risk maneuver in the works from that top turnbuckle. Ist hier Schicht im Schacht. Look at that a second time. Ja, Schicht im Schacht. Wow, I'm just as surprised. It could be over here. One, two, three. So. Ladies and gentlemen, ich gehe ganz schnell aus dem CC, ich komme aber sofort wieder. Oh my god. Here is your winner, Finn Balor. Byron, take a look at this. No good can come out of this, Michael. I think business is about to pick up. Things not looking great for Finn Balor. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him. Sometimes, momentum has a way of permanently swinging one way. That's what he wants to avoid here. This is all part of the process, guys. He knew he would take on some offense here tonight. He just has to make sure he keeps it to a minimum. Was zum Heiligen aller Gangster geht da ab, bitte? Warum Neville? Gib mal ein was für Tier und wird von Neville attackiert? Was zum Heiligen aller Götter ist da gerade passiert? Neville has returned to WWE. Verlassen. Alter, krass. Clearly. Cedric Alexander gegen Enzo Amore. Wir nehmen natürlich Enzo, ne? Ist eh klar. Mit dem Eat the Feet. Ich liebe es. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber bei uns war heute eigentlich bis vor 20 Minuten war noch Sonnenschein. Und jetzt abrupt alles grau und es schneit. Schon wieder. So. Let's go. Let's go. The Cruiserweight Champion. Ehemaliger Cruiserweight Champion. Enzo Amore. I'd be surprised if this match stole the show here tonight. That's right, and this Phoenix crowd couldn't be any more excited for this one. Er wird ab. Yep. How about we touch on Enzo Amore a bit? So what can these WWE fans expect out of him tonight? Well, we're going to find out who's the better competitor for sure. No gimmicks, just some good old-fashioned one-on-one action. Haha, der Trick ging ja wohl daneben. Enzo is a fighter, and as he likes to say, a smack talker Skywalker. The only thing Enzo hits harder than the microphone is an opponent. Cedric, du kriegst Schmerzen, du kriegst Schmerzen. Achso Leute, eine Frage an euch. Ich würde an meiner Seite ein bisschen was verändern, ob es euch, ob ihr vielleicht Vorschläge hättet, die ich vielleicht umsetzen könnte oder so. Byron, you made a really good point earlier about Enzo Amore, the certified G, the type of superstar who's the first to run into a fight and the last to leave. While I find Enzo Amore indescribably annoying, I'll give him this.
If there's a superstar who won't back down from a fight, if there's a guy who will just keep coming at you, it's Enzo. So, jetzt kriegt er erstmal Haue. He's looking at good night. Stunner. Jetzt kommt der Eat Defeat. Momentum is fully in the corner of Enzo Amore. I might have just shattered their face. There is no coming back from that one. Oh man, Cedric Alexander really needs to dig down deep. Den Stuhl. Liegen geht. Ruhe geht's. Geht jetzt schlafen. Bist jetzt ruhig. He's never been shy about attacking. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Enzo Amore gives these fans their money's worth every time out. How you doing? Hört, könnt ihr es hören? Ich liebe es. Zack, erstmal richtig schön ein gesammelt. So, jetzt wird es richtig lustig. Dann das war's jetzt dann. Was? Okay. And there's the counter. Was? Nein. Oh, das war der Little Jimmy. Was für eine Scheiße soll das denn jetzt sein hier? Knock the breath out with a crushing kick to the gut. Catapult. Es geht voll auf den Hals, ey. He's not going to like this. Finish him. Ich würde heute Abend Deus Ex Mankind Divided starten. Was haltet ihr davon? Wäre das sicher mal eine nice Aktion, oder? Here is your winner, Enzo Amore. And there's your winner via pinfall. That was simply a Achso, falls ihr mit mir quatschen wollt, ich habe auch Discord. Der Link dazu, also die Dings dazu ist in der Info. Könnt ihr in der Info runterscrollen und dann kommt ihr sofort auf meinen Discord-Channel, falls ihr mit mir quatschen wollt, nebenher. Oder ihr könnt auch einfach bei der, wenn ihr eine Playstation habt, könnt ihr auch einfach bei Playstation. Gebt da Ausrufezeichen Playstation an und dann müsstet ihr meinen Namen sehen, wie ich auf der Playstation heiße, und dann könnt ihr mit mir quatschen, wenn ihr wollt. Entweder über Discord oder über Dings, mir egal. The last one standing. Okay, also, starten wir gegen Grand Metalik. Das wird lustig. Boah, ich bin so froh, dass ich wieder streamen kann. Bin richtig happy. So, 8 vor 3. Ich müsste noch mein Tablet holen, falls mir jemand auf Discord joinen will. Also wie gesagt, wenn ihr Haufen Infos über mich haben wollt, ich habe eine kleine Liste gemacht, mit welchen Commands ihr was machen könnt. Wenn ihr nämlich Ausrufezeichen Game eingebt, also Game oder Spiel, dann seht ihr, was ich zocke. Aber ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt euch zeigen, weil ihr es eh wahrscheinlich mitkriegen werdet. Ja, ich habe eine Nachricht. Jetzt kommt erstmal der richtig geile Entrance von meinem Superstar. Das war gar mein Controller. Making his way to the ring. Ja, ich habe das Original in meinem Schlafzimmer auf dem Bett liegen. 184 pounds. The WWE Champion, The Beast, Parker Wolf. We have one-on-one action on the way, and this one should be nothing short of amazing. Ich glaube, ich muss die Tricks nochmal bearbeiten. Wie gesagt, Leute, wollt ihr das sehen, wie ich die Tricks bearbeite, oder soll ich das offline machen? Weil das dauert eine Weile. Das will ich dann nach dem Turnier hier machen. So, jetzt kommt Grand Metalik. Oder soll ich demnächst auf Twitch bleiben oder soll ich demnächst auf YouTube streamen? Was ist euch lieber? Twitch oder YouTube?
Jetzt machen wir erstmal ein Bierchen auf. Mein letztes übrigens. And his opponent. Wir sind natürlich ein fairer Sportsmann, wir greifen nicht sofort ein. Ach, ihr wollt das unbedingt, dann können wir das natürlich beim nächsten Match machen, kein Thema. Aber wir können die Szene überspringen, das geht nämlich auch. So. Na, dann komm her, Grand Metalik. Gibt erstmal mächtig ein fürs Fressbett. And will like never before. This is about being the best. These guys are undoubtedly going to give us a show here tonight. That's right, and this Phoenix crowd couldn't be any more excited for this one. Look at this. He's going back to an old friend with that one. Geht's aber ab, ey. Weggehst. Gibt's da Ruhe? Let's quickly discuss Wolf for a moment. It'll be interesting to see how he plans to get it done. What do you think? He appears to have his game face on tonight any better because the guy he's in the ring with is no nonsense. Ist er angeschlagen oder was? One of these guys to show he's made of championship material. I'll be shocked if that's not it. Here's this an early pin. Mann, die gehen so schnell auf, das ist voll langweilig. Was? 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 Der hat noch eine gelbe Leiste gehabt, der hätte eigentlich rauskommen müssen. Das war ja mal Quicksilk oder so. Here is your winner, the Beast. Ach, weißt du was, wir sind immer ein bisschen unfair. Wo ist er denn? Da liegt er, oder? Wieso kann ich nicht rausspringen? Sondern der Mist. So. Schizi, halt die Klappe, sonst bist du der Nächste. Also nicht nur Jeff kann krasse Aktionen, ich kann's auch. Ich habe wieder auf leicht spielen müssen, weil auf legendär habe ich nur verloren, deswegen habe ich jetzt gerade wieder auf leicht gespielt, deswegen verzeiht es mir. Ich habe jetzt 5-6 Wochen nicht gespielt, deswegen ja, ich werde nachher wieder umstellen. So, machen wir mal. Finn Bella gegen Enzo Amore. Dürfte lustig werden. Das spiele aber ich nicht selber. Nein, ich lasse den Computer entscheiden. Match starten. So. Bisschen leiser machen. Wenn das nicht allzu doll halt. Ich habe ja ein super gutes Studio-Mikrofon, das Dumme ist nur, das klappt nur am PC und mein PC ist so langsam für Sachen zum Streamen. Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ich spiele nicht, ich lasse das Spiel jetzt einfach mal Computer entscheiden. Weil zwischen den beiden kann man nicht entscheiden und ich hasse es, wenn ich mich da entscheiden muss. Deswegen spielt es jetzt der Computer. This should be an incredible matchup. I mean, both men have extensive offensive repertoires, lasting endurance, and an insatiable appetite to be number one. And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. Well, actually, it's hard to believe Saxton gets paid for anything. Well, guys, to say this Phoenix crowd is ready for this match would be a gross understatement. Tell me your thoughts on Finn Balor. How do you see him getting it done here tonight? Gonna take a lot to beat him tonight, Michael. From what I'm told, he's been spending extra hours in the gym in anticipation of getting in the ring with this guy. Yeah, well, anytime superstars of this caliber step into the ring, a great show is sure to follow. Geht ab, ey. Das ist so heftig. Enzo Amore is in position. Ich bin gespannt, ob das auch auf Facebook gepostet wurde, dass ich online bin, weil irgendwie sind so wenig Leute da. Ja, vor einer halben Stunde wurde es gepostet, aber irgendwie keiner Bock mehr zu gucken, oder wie? Ach so, falls ihr euch fragt, ob das Anmelden was kostet bei Twitch. Nein, das kostet gar nichts.
Du musst da nichts weiter machen. Du kannst, wenn du mir joinen willst, einfach nur dir ein Konto erstellen. Das geht relativ easy und ist außerdem kostenlos. Und dann kannst du dich auch gerne hier am Chat beteiligen und mit mir quatschen, wenn du willst. Also nicht quatschen, aber du kannst schreiben und ich kann dann auf die Fragen antworten. Oder was auch immer du mir halt schreibst. Ja. Mich würde es halt sehr freuen. Wie gesagt, das Anmelden ist kostenlos. Das Followen ist auch kostenlos, nur das Abonnier-Button ein, und den kriege ich hoffentlich demnächst dann bald. Back in from the floor. Enzo Amore is in position. Oh no. Enzo Amore looked at the feet. Oh, is this me? This might be it, guys. Things do not look. Could this be it? 1, 2, 3. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe den Computer entscheiden lassen. Here is your winner, Enzo. Ich hatte den Controller nicht einmal in der Hand. Das Match hat gerade der Computer entschieden. Aber das Match, was jetzt kommt, das werde ich entscheiden, weil da ist meine Figur mit im Begriff. Also werde ich die in eurem Beisein wieder alles auf Hardcore stellen. Und dann werden wir weitersehen. So, dann gehen wir jetzt gleich raus, weil das ist ein Titelmatch. Da gehen wir jetzt schnell raus. Gameplay. Da gehen wir auf Legendär. Burst Limit machen wir ein. Boah, ich liebe das. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Das ist die Musik von Aleister Black, die zeige ich euch nachher. Es ist nicht jemand so lieb und kauft mir eine Elba Media. Audio-Lautstärke, warte mal, ich tue die Musik mal ein bisschen weg. Nicht böse sein, aber dann hört ihr mich vielleicht ein bisschen besser. This one's standing. Boah, ich liebe die Musik immer noch. Stay baby, the last one standing. Match, schauen wir mal. Erschöpfung ein. So. Also ihr habt es gesehen, Spielbalance. Oh, hier auch noch, ups. Ach, wir wollen nicht bescheißen, ne? Alles schön nach oben drehen. Damit es auch richtig lustig wird. Damit ich auch schön verliere. Also, wir machen es jetzt dann, ich hoffe, dass ich das noch einstellen kann, weil dann machen wir das ein bisschen interessant. Wo waren hier Turnier? Ich würde nämlich gerne weitermachen. Weiter. Match bearbeiten. Das machen wir zu einem Last Man Standing Match. Ja. Warte mal, kann man da nicht irgendwie noch was einstellen? Ne, anscheinend nicht. Gut. Einzug lassen wir aus. Arena. Da nehmen wir natürlich, selbstverständlich, WrestleMania. Wo ist denn WrestleMania jetzt? Okay, nehmen wir 32. Ja. Schwung lassen wir normal. Und let's go. GWF X Division Championship. Wie gesagt, von der Global Force Wrestling. Was früher mal TNA Impact war, habe ich mir den Titel einfach runtergeladen, weil ich den schön finde. Und ich habe mir gedacht, gut, um den geht's jetzt auch. Ich bin ja dabei noch WWE Champion und ich hoffe, das bleibe ich auch noch eine Weile. Weil wir werden nachher, nicht mit dem Superstar, sondern mit einem anderen, den ich schon gemacht habe, die Karrieremodus starten. Was haltet ihr davon? Wir werden heute ein bisschen im Karrieremodus durchstarten. Ich habe es zwar schon mal gespielt, ich glaube sogar auch auf YouTube hochgeladen, aber dann hat mir YouTube einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich musste es leider löschen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann spielen wir das heute einfach nochmal.
Das war anscheinend so ein bisschen leise, damit ihr mich auch hört. So. Was? Ah ja, ich hab mir eh fast. Also Auszählen und Disqualifikation gibt es nicht, weil das ein Last Man Standing Match ist. Und es ist egal, wo wir uns prügeln. Ich kann auch Backstage gehen, wenn ich will. Ja, wie gesehen, ihr habt gesehen, ich habe relativ viel, also ich habe auf schwer gestellt, also auf legendär. Das heißt, ich könnte das Match vielleicht sogar verlieren. Wie gesagt, das ist halt vom Dings abgängig, ob es auch so hinaus, wie ich es mir denke. Aber bis jetzt ist Enzo relativ schwach, was mich ein bisschen... Okay, muss noch einstellen, dass ich rausspringen kann. Wieso geht das nicht? Jetzt hat er das zwar das mit dem Ding übernommen, aber ich kann nicht rausspringen. Warum nicht? Wo kann ich nicht rausspringen? Nein, er hat meinen Signature Move. Au. Alter, das ist ein Tisch. Schon mal mitgekriegt? Nein, Enzo. Au. Enzo, aus. Bist du ruhig? Enzo, nein. Bist du eh schon kurz vorm Wegknicken, also was soll das? Ich hatte mitunter noch ein paar Bugs, das habe ich mitgekriegt, aber... Fließt die Socke als... Was soll denn das gerade gewesen sein? Na toll, jetzt haben wir keine Reversals mehr. Und der hat noch drei. Verflucht. Nein! Nein, nur kontert mein... Der hat gerade mein Signum Tumuf gekontert. Jetzt bin ich wieder auf Null. Ja, ganz super, ey. Echt super nice. Nicht. So. Enzo. Ja, komm ruhig raus, du. Sauknochen, du. So. Zack, immer schön aufs Kreuz, damit es auch immer schön wehtut. So, Enzo, aufstehen. Du wirst nicht fürs Schlafen bezahlt. Du wirst fürs Fighten bezahlt, also kämpfe auch. Komm schon. Let's do it. Come on. Du willst den Champion-Titel? Dann holen wir verflucht nochmal. Und kämpfe darum. Und sei nicht wie eine Pussy, die gerade... Keine Ahnung, mir fällt gerade kein passender Begriff ein. So. 86%. Yes. Nichts zum Verposen? Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich muss die Tricks umstellen, das Posen ist zum Kotzen. Warum springt er nicht gleich? Nein. Verdammt. Ich hasse Last Man Standing Matches. Ich diese blöden Quicktime-Events nie hinkriege. Du verpasst mir hier keinen E-Defeat, das kannst du vergessen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt durchgeht und nicht wieder blockt. Nein, der hat schon wieder geblockt. Ich glaube, mich trifft ein Semmelfurzer. Ja klar, jetzt hat er schon zwei Finishes. Sag mal, will er mich irgendwie foppen oder was? Ja klar, komm, Alter, ernsthaft jetzt? Ja, jetzt will er mir den Defeat verpassen, oder was? Ha, Finisher Nummer 1 ging ja wohl daneben, ne? Ja, meine Aktion auch. Nein, das war der Defeat. Verfluchter Käsekreiner. His health is clearly a concern right now. Haha. If he doesn't find a way to combat some of this offense, there's Nein. no way he's going to be the last man standing. He's until now, and it's imperative that he keeps his focus and let his opponent back into this match. Oh boy, he is rolling. So, jetzt legen wir dich in die Mitte oder so ziemlich dahin, genau. Going to the top, high risk. Bitte nicht abwehren, ja? Ja, sicher wehrt das ab. Ja, sicher. Komm, hä. Hey.
So. Schauen wir mal, ob das Comeback durchgeht. X. Wenn wir jetzt nicht verdrückt geben, ist es durchgehen, genau. Dark. Schöner Dropkick in your face. So. Schauen wir mal. Geht's durch oder geht's nicht durch? Es geht durch. Sehr gut. Jetzt muss bloß noch der Finisher durchgehen, die Swanton Bomb. Und dann hat sich's erledigt. Nein! Das gibt's doch nicht. Will er mich jetzt komplett vereiern? Der will mich doch vereiern. Na komm, Schizzi, fang an zu zählen. Komm schon. Nein, zu früh. Zu spät. Ah, echt so eine beschissene Millimeterarbeit. Läuft. Ja, jetzt will er mir eine ETV zum zweiten Mal verpassen. Ja klar, und den kann ich wieder nicht. Ach Gott, ich brauche einen zweiten Finisher, der am Boden ist und nicht in der Luft. Hahaha. Ha, ha. Das ging ja wohl perfekt daneben, ne? Oh, du blutest ja schon. Tut's weh. Nein. Ich will es perfekt beenden und das kann ich nur, wenn. Wenn die Swanton Bomb jetzt endlich irgendwann mal durchgeht. Ja, das gibt's doch nicht! Als wenn er das riechen würde, wann ich es machen will. Das gibt's doch nicht! Echt, ich lass dich demnächst. Alter, wer soll denn den Strich schaffen? Alter, das war jetzt aber Glück, hä? Ich werde nicht gegen Enzo Amore verlieren, Alter. Jetzt glaube ich's. Ich mag ihn zwar, aber Alter. Ja klar, jetzt blute ich auch noch. Sag mal, hat's dich oder was? Scheiße, ich kann nicht abwehren. Scheibe, das haben wir erst zu spät gesehen. Verflucht. Ja, das geht so schnell. Wer soll da reagieren, bitte? Ich tippe ja schon wie ein Wahnsinniger. Verfluchululu. Das verliere ich. Ja. Verdammt. Jetzt habe ich gegen Enzo Amore verloren. Ich glaube, ich spinne. Naja, es war echt ein gutes Match. Warte kurz. Okay, das schreit doch definitiv nach einem Rückmatch, oder nicht? Das schreit definitiv nach einem Rückmatch. Aber das werden wir jetzt nicht hier machen, sondern ich habe ja versprochen, dass wir die Karrieremodus uns mal etwas genauer anschauen. Okay. Wir bearbeiten den Netten mal ein bisschen. Ich werde schon ein bisschen wie so ein blöder Anfänger aus und das geht gar nicht.
Twitter, okay. Also Gesicht anpassen. Material. Metallisch. Sieht aber wieder geil aus. Die macht man dann richtig weiß. Also, bestätigen. Na, der Rest braucht man nicht. Körper anpassen, da machen wir jetzt. Ich weiß nicht, es sieht halt ein bisschen bullig aus, ne? So bullig will ich ihn eigentlich gar nicht. Warte mal. Das bin ich auf alle Fälle nicht. Ich bin eher das da, ja. Ja, das in Ever bin ich, ja. Sieht auch noch relativ nach nichts aus, aber wir können ja ein bisschen stretchen. Den guten Rücken. So ein Standing. Be the last one standing. Jetzt zeige ich euch dann, wie ich nächstes Jahr ausschauen will. So. Zumindest so in etwa. Und dann muss meine Hand halt auch wieder gesund werden. Sobald ich diesen blöden Gips habe und die Reha hinter mir, da wird trainiert, 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 bis sie komplett todmüde ins Bett fallen ist, ist mir egal. Weil dann melde ich bei uns hier im nächsten Ort, übernächsten Ort, gibt es nämlich ein wunderschönes Fitnesscenter und da werde ich mich dann anmelden. Und da werde ich da öfter ins Fitnesscenter düsen. Körperöl, das so viel ist übertrieben. Ich denke, 20% dürften reichen. Okay, machen wir 19 bei 20, lässt er mich nicht. Okay, gut, sehr gut. Das schaut schon ein bisschen sportlich aus. Kleidung, die tun wir löschen. Okay, gar nicht. Kleidung bearbeiten. Aussehen. Ne, erst Kleidung und danach machen wir es aussehen. Oberkörper. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wie gesagt, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, hatte ich vor längerer Zeit mal angefangen. Ich glaube, das ist sogar noch der, als ich da, wo ich das Spiel. Am 13. Oktober habe ich das Spiel nämlich bekommen, weil ich ja die Deluxe Edition habe. Und ich habe aber nicht bedacht, dass es mir den Dings leider geschrottet hat, den Spielstand. Das war etwas dezent ätzend. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal neu anfangen. Was ist denn jetzt los? Lässt meine Stimme nach oder was? Das wäre jetzt alles aber nicht praktisch. Okay, nehmen wir Carbonfasern. Und für die Arme machen wir dann Glow. Feel the Glow. So. Drittes Material. Da machen wir dann ein bisschen Regenbogen. Genau. So. Farben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas habt, haut sie raus, ich höre euch gerne zu. Ja, weil es ist zu krass, gell? Ja, da habe ich eine andere Idee. Genau, nehmen wir das, das sieht sehr geil aus, so. Dritte Farbe.
Nehmen wir gelb. Gelb ist cool. Nee. Dritte Farbe, grün. So, perfekt. Aber wir sind noch nicht fertig, weil es noch was drauf kommt. Ich versuche mir ja zu beeilen, also ich will jetzt nicht 150.000 Jahre damit verbringen, hier irgendwas zu deichseln, weil das wird dann auf Dauer auch langweilig. Deswegen werde ich das auch relativ schnell machen. Material Nummer 1 wird wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich, Velour bleiben. Und zweite wird metallisch, genau, perfekt. Und dann werden wir die Farben ein bisschen verändern. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu krumm. Da bleiben wir bei grün, aber grün machen wir schön hell, damit es auch schön raussticht. So. Das zweite machen wir blau, genau, perfekt. Das machen wir aber richtig hell, damit man es richtig gut lesen kann. Perfekt. So. Passt. Da verpassen wir ihm noch eine andere Hose. Ellbogen schon, ob braucht er keine. Das ist ja Schwachsinn. Wrestling Leg, jetzt gehen wir auf WW und schauen, was wir schon alles machen können. Das ist die von Brie Bella, die ziehe ich nicht an. Was zum... Was und Roll? Was? Ach so, Rock and Roll, okay. Na, die nehmen wir nicht. Ja, dann nehmen wir halt eine Hose, das geht schon. Ich glaube, das ist die von Jeff, kann es sein? Nee, warte mal, das ist die von Jeff. Genau, perfekt. So. Mehr verändern wir da auch nicht. Ich will jetzt nicht allzu viel um und um tun, deswegen den geben wir Stiefel. Perfekt, so. So, dann wäre mal, dann müssen wir noch das Aussehen ändern und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Wie gesagt, ich werde jetzt da nicht lange um und um tun. So. Farbe, ein bisschen verrückt. Gehen wir ein bisschen. Ja, gehen wir mit dunkelgrün, das sieht gut aus. Passt. So. Ich hasse so dicke Augenbrauen. Das sind nämlich die hier. Ja, will ich. Lass mich in Ruhe. So, passt. Gesichtsbemalung. Warte mal. Es ist nicht zufällig, Jeff hat die Gesichtsbemalung dabei, oder? Ne, ich glaube, den muss ich selber machen. Ach man. Ja, dann ist okay. Dann lassen wir es. Bart verpassen wir in keinem, weil das dauert jetzt zu lange. Oh, ich glaube, ich sollte nochmal einen Schluck vom Bier nehmen. Okay, das tun wir jetzt kopieren. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. So. Also, Namensinfo. Passt. Ich habe doch nie und nimmer 93 Kilo, das muss ich nur ändern. Ich habe 85,6. Aber keine 93, hallo? So schwer bin ich nie im Leben. Ich glaube, ich sollte Musik nebenbei laufen lassen, ja? Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir irgendwie. Ich habe gestern, dank der lieben Lilith Wiffig, habe ich gestern eine Musik gefunden, die man sogar so abspielen kann. Da müsste ich aber bloß auf meine Liste gehen. Meine Videos. Auf meinen Kanal eigentlich gehen. Mein Kanal. Playlists.
Musik. Wo waren das jetzt? Da. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Da kann mir nämlich weder Twitch noch GEMA irgendwas machen, weil die nämlich copyright free sind. Sieht so hammergeil aus. So, passt. So, wo ich den Rest stelle ich irgendwann offline ein. Verbesserungen. So. Schlagen. Ja, passt, dann gehen wir auf Schlagen ein. Ach, die blöde Werbung, ey, das kotzt einen so an. So, okay. Na dann. Let's go. Ich liebe Ladebildschirm nicht. Sprich mit dem Superstar. Was denn? Welchen? Hallo? The Atlas of Pain. Ich hoffe, ihr hört die Musik noch. Sprich mit einem Superstar. Ja, dann sprechen wir gleich mit ihm. Ich reise nicht so gerne. Die meisten Städte sind einfach nur Müllhalden. Aber ich tue es trotzdem, weil ich meine Träume in diesem Unternehmen wahr werden lassen will. Ich will für jeden Mitarbeiter und Kunden der WWE ein Vorbild sein. Klar, gerade er. Mhm. Das soll ich mir jetzt glauben, oder was? Scheiße, sprich mit einem Superstar, habe ich gerade gemacht, aber anscheinend haut es nicht wirklich hin. Ich habe gehört, dass du jetzt das nächste größte Ding hier bist.
Die haben hier eine Menge tolle Talente. Ich würde wetten, dass einige von ihnen besser sind als du. Meinst du, du kannst mit deinem Kampf liefern, der besser ist als der Rest? Ich werde dir beweisen, dass das hier ist jetzt mein Revier. Schau zu und lerne. Hör auf mit deinem Gerede und zeig mir, was du drauf hast. Erzähle eine Matchbewertung von 4 Sternen. Ladies and Gentlemen, das war eine Herausforderung, die wir uns doch gerne annehmen, oder? Ladies, der wird jetzt so verprügelt, dass er sich den Rest seines Lebens zu Hause in der Ecke hockt und weint. Asuka. Singles action is up next. You're not going to want to miss this. We have one of our breakout talents versus a formidable opponent. Sawyer Fulton. Bye bye. Du bist zwar ein paar Stufen über mir, aber das soll mich nicht davon abhalten, dir die Nase blutig zu hauen. Ne? Also ich bin sogar NXT Champion. Das habe ich gar nicht gewusst. Ach du Heiliger! Das sagt, ich soll nicht so große Sprüche reißen, Alter. Hallo? Wer ist von uns beiden NXT Champion, er oder ich? Ihr wollt mir nicht rein zufällig den Titel kaufen und zu mir nach Hause schicken. Das wäre super, super nice. Oder gleich direkt an meine Adresse. Ach, der ist von Sanity? Ach du Käse. Okay, Szene überspringen. Es zählt nur mein Einzug, die anderen sind egal. Ich werde es mit dem Einzug nahe wahrscheinlich eh rausnehmen, weil... Na komm schon. Nein. Verdammt. Nächster geht so wegen Nachtreten hier. Spinnst wohl. So. Käse. Was ist denn jetzt los? Aber ich werde hier nur verprügeln, anstatt ihn zu verprügeln. Was soll denn das? Geht doch. Bisschen posen für die Poser. So, schön aufstehen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft, Digga. Läuft. Springt, hüpft. So. Sag mal. Nein! Boah, ich hasse sowas. Du bist doch so eine Nudel. Ja,
Nefex. Hahaha. Das ging aber daneben. He gets him with a reversal. Just look at this man. He's all business. So, zack. Klar. Can he end it quickly? Looking to catch him off guard there, I guess. He's not giving up that easy. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has God. Oh, and he reverses it. Say goodbye and good night, bitch. He might have it. Ein Stern muss ich noch hinkriegen. Duck. He's not getting up. You can't like his chances right now. Momentum's firmly in his corner now. Eigentlich würde es jetzt, glaube ich, schon reichen, aber ich muss noch einen Stern schaffen. Soll ja ein 4-Sterne-Match werden. So, dann gehen wir mal ein bisschen springen, würde ich sagen. Ah, verdammt. Okay, ich muss das Ding noch ein bisschen auftunen, damit das Sprungverhältnis recht gut wird. Flapjack. Sehr gut. Ach ja, geht ja nicht. Verdammt. Ja, getroffen. Sehr gut. Und Dank. Sehr gut. Few superstars are as dominant as this guy. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all. Jetzt muss ich warten, bis meine Ausdauer sich wieder ausfüllt. Was ja ein bisschen dauert, weil es halt noch relativ früh am Dings ist. Und das Blöde ist halt, dass man nicht bei NXT bleiben kann, ne? Das war Absicht. Aber ich muss das Match, nach dem Match nochmal kurz eine Pause einlegen, weil ich muss echt aufs WC. So. Wie war es mit dem Aufgeben? Ich glaube, Gott, ich habe so viel vergessen, das kotzt mich voll an. Wow, what a power slam. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Camel clutch locked in. I guess he's thinking something else here. He's clearly not thinking about winning. If he was, he would have kept that locked in. It's that simple. Zack. Ja, meine Ausdauer ist ziemlich am Eimer, ich weiß. You can't like his chances right now. Nein, nein, nein. Au! Mann, das tat weh. Hat mir das schon mal jemand gesagt? Sei doch nicht so unhöflich, ey. Was soll der Mist? Ah ja, die Tres Amigos. Ne, es sind nicht die Tres Amigos, aber das ist so ähnlich wie die Tres Amigos. Da war doch irgendwie das Mann. Wie war das jetzt? Gotta wonder how this is gonna end, Byron. Whatever happens, it's not gonna be good. I can tell you that. In a precarious position here. Yeah, I don't like where this is heading. Verdammt. Ich hab nicht auf die Ausdauer geguckt. Ah,
genau das wollte ich mit ihm machen. Verdammt. Der Typ macht mehrere. Was hast du jetzt vor? Hm? Den Champion besiegen oder was? Das wird hoffentlich nicht passieren. To expect him to not at least take some offense here. The good news for him is that he's still abgewehrt, ne? So blöd. Not the first time we've seen this move tonight. Na komm, 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 komm schon. First thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Here he goes for the win. Ain't no stopping him now. So, jetzt gibt's noch einen Signatur-Move. Dann gibt's einen Finisher und dann habe ich hoffentlich die. Ja, jetzt noch einen Finisher danach und dann habe ich hoffentlich die 4 Sterne, die ich brauche, um ihn endlich mal schlafen zu legen. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Ja, habe ich. Sehr gut. So. Wer, der greift jetzt in die Seile? Wer? One, two, three. Yes! 4 Sterne erreicht. Und diesem Angeber die Backen gestopft. Was gibt's Besseres? Glück, dass der nicht blöd hat, wundert mich. So. Warte kurz Zeit, ich habe eine Twitter-Nachricht bekommen. Ach so, ja. Ich habe auch definitiv keinen Bock mehr auf dieses scheiß Wetter, ey. Nein! Verdammt! Sorry, guys. Hello? Was? Jo. Ein Attributspunkt habe ich dazu bekommen. Yay! Läuft. So, ich lasse jetzt ganz kurz mit der WWE-Musik alleine, weil ich muss auf sie jetzt, ich komme gleich wieder. So, Ladies, ich bin wieder da, ne? Ladies and Gentlemen, ich weiß ja nicht genau, wer anwesend ist, aber wir schauen da mal gleich bei. Da, NXT Champion, habe ich vorne eigentlich schon drauf gucken können. Ja, wurscht. T-Shirt-Verkäufer, wie laufen die denn? Oh, echt schlecht. Okay, das ist kein guter Bonus. Verbündeter. Fortschritt. Stufe 1 erst.
Das ist nicht gut. Untermenü, schauen wir mal. Attribute. Leute, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt raus aus dem Karrieremodus. Und ich werde mir ein paar Punkte erspielen. Und dann, damit wir die Leisten hier voll kriegen. Was ihr seht, das gerade noch. Ich habe zwar 6 Attributspunkte, aber das wird mir nicht viel bringen. Deswegen werden wir jetzt nochmal aus dem Karrieremodus rausgehen. Und 4 oder 5 Turniere machen. Okay? Damit wir die Punkte haben, was ich brauche. Meine Karriere verlassen, ja. So, ich hoffe, ihr hört mich. Gut. Denjenigen, die meine Nummer haben, können wir natürlich auch auf WhatsApp schreiben. Was ihr so von dem... Ob euch das Stream soweit gefällt oder ob ich irgendwas anderes spielen soll. Ich lade den Stream natürlich auch auf YouTube hoch. Ist klar. Go. Jo. Also, wir werden jetzt... Leute, was haltet ihr davon, obwohl ich das echt über alles hasse, wenn ich ein Royal Rumble mache, auf Legendär, wie gesagt. Nicht auf Leicht, sondern auf Legendär. So. Warte kurz, ich gebe euch kurz Zeit im Überlegen. Okay, Ladies und Gentlemen, machen wir einen Royal Rumble. Erst mit 10 Männern oder Frauen. Nehmen wir Frauen, es wird lustiger. Nehmen. Wen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Bailey. Oder geht es mit den Frauen gar nicht? Das wäre natürlich scheiße. Wir hatten das Martin Guerrero geregelt. Der hat doch einen Kick-Off-Stream gemacht, oder nicht? Lol. Ja, okay, dann nehme ich halt die Männer. Dann nehme ich Jeff Hardy. Match-Option. Warte mal, machen wir einen Titelkampf draus. Es geht um den... auf den Championship. Warte mal, machen wir einen Doppelkampf draus. Doppeltitelkampf draus. Also den und... den passt. Royal Rumble. Gegen Finn Balor. Und das auf Legendär. Ja, das wird lustig. Es wird richtig lustig. Nein. Das war nicht so gut. Es waren keine 90 Sekunden. Du willst mich doch wohl verarschen.
AJ Styles. Ja, eh klar. Komm. How do you see him getting it done here tonight? We may be looking at a future champion, Michael. And to be honest, I'd be shocked if it didn't go that way. AJ, das ist nicht fair, auf Jeff loszugehen. Hey, was soll das? AJ, nein. Aus. Pui. Hörst du auf? Genau, geh auf Finn los. Viel mehr davon. Linkes! Was, Baron Corbin? Nein, nicht Baron Corbin! Ich hasse Royal Rumble. Ernsthaft. Ich hasse es. Nein, nein. Vergiss es. Vergiss es. Ich flieg so schnell nicht raus. Das kannst du knicken gerne. Nein! Verdammt. Ich habe einen Signaturmove, gell? Ja. Randy Orton. Na super. Danke, Randy. Lass mich jetzt hier in Ruhe. Lass mir noch schnell meinen Twist of Fate ausführen und dann kannst du von mir aus rausschmeißen. Willst du mich komplett verarschen? Randy! Ich war gerade dabei, Finn raus. Danke. So. Randy Savage, ach du Scheiße, okay. Ich hab doch auf Abwehr gedrückt, wieso macht er das nicht? Warum? Soll er scheiße. Du gehst mir auf die Eier. Nein! Das war's. Ich bin raus. Verdammter Mist. Wer bin ich denn jetzt? Hallo? Bin ich jetzt überhaupt irgendwer? Hallo? Hallo? Nein. Toll. Mann, das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, ich hasse Royal Rumble. Ich hasse es so sehr. Just making his presence felt there. Here we go with Edge. He's simply reminding him. Edge, yes, the rated R superstar. Nein, Razor, lass mich in Ruhe. Randy Savage, lass mich in Ruhe, sonst wirst du definitiv dafür bluten. Haben wir uns verstanden? Ich bin der rated R superstar. Wenn jetzt auch noch gegen mich selber antreten muss, dann wird's lustig. Eins, zwei, drei und ich krieg mal richtig eins aufs Maul. Das gefällt mir nicht. Nein, das darfst du nicht sehen. Nein, 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 nein. Mann, ich hätte Rock nehmen sollen. Randy, wie gesagt, falls ihr euch wundert, warum ich so schlecht bin, das ist auf Legende eingestellt. Die Leute, die mir es nicht glauben, können sich danach gerne überzeugen. Ah, AJ Styles ist auch draußen, okay. The Phenomenal One wurde soeben eliminiert, okay. Randy, lass mich in Ruhe. Randy Dandy. Ich krieg nichts mehr gebacken, ey, nichts. Kein Abwehren, kein gar nichts. Ja, geht doch. Zumindest eins habe ich hingekriegt. Jetzt heißt es aber mal, tschüss, ne? Nein, 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 nein. Randy Macho Man Savage is one of the most intense and unpredictable competitors to ever enter the ring. Mojo Rawley going for it. So. He hits the clothesline. Gleich mir für Gleichberechtigung sorgen, ey. Gleich mal alle verprügeln. Nein, The Rock, nein, nein, nein. Das ist nicht fair. Was soll der Mist?
Huh? Was soll denn ist? Huh? Rocky? Nein, aus, pfui. Böse Junge. Mojo Rawley ist gleich mal draußen, ist es so krass. Okay. Au. Brad, let me go. Mir reicht's jetzt langsam mal, ey, das gibt's doch nicht. Klar. Freu dich mit dem hier an. Jetzt heißt's nicht auf Wiedersehen, sondern lass mich jetzt mal schlafen gehen. Geh was zu, der Mist. Ist jetzt komplett deppert. Jetzt legst du mich auf die Matte, dann lässt mich einfach so liegen. Was ist mit dir? Was, Randy ist draußen? Okay, das ist krass. Das ist jetzt etwas dezent krass. So. Was ist denn jetzt mit dir, du dummer Hund, du dämlicher? War, du bist so dumm, ey. Ich hätte gerade den Rock rausgeschmissen, aber nein. Warum auf mich hören? Es klappt nichts. Ey, ich tritt den jetzt mit meiner eigenen Figur an, ey. Ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr. Da wird mir da echt salzig. Und tschüss. Eliminated. That could have been disastrous, Byron. No doubt. In fact, I'm a little surprised we didn't see an elimination there. Oh, I think this man means business. Oh, and he's still down, Byron. Things are looking very good right now. Du kannst posten so viel wie du willst. Randy Savage kriegt jetzt erstmal ein Bier. Nein! Entschuldigung. Du brauchst gar nicht so viel posen, weil du gehst jetzt erstmal in die Ecke. So. Rocky! Let's come. Let's fight. Nein. Ich hab Abwehr gedrückt. Nein! Das heißt, meine ganzen Sterne, meine ganzen Punkte voll für den Arsch. Danke, Spiel, danke. Wie gesagt, ich tritt demnächst mit meiner Figur an. Und dann wird hier ordentlich aufgeräumt. Jetzt brauche ich erstmal kurz einen Cheek. One of these three superstars is on the verge of heading to WrestleMania. But which one will it be? Jetzt bin ich gespannt. Rock Bottom! This one is over. Talk about getting knocked into the middle of next week. Now that one well scouted. Na, wer macht das Rennen? Randy Savage oder The Rock? Ihr dürft raten und schreiben und was auch immer ihr wollt. Teilt mir eure Meinung mit. Ich sag, The Rock gewinnt. Aber wie gesagt, ich mache nichts. Ich bin ja ausgeschieden, deswegen seht ihr oben auch keine Sterne mehr. Ich bin nicht mehr fix Teil des Matches, deswegen kann ich gerade machen, was ich will und meine Zigarette vielleicht zu Ende rauchen. Das wäre eine gute Option. Was? Nein. Was zum? Okay. Respekt, Randy Savage ist der Winner. Er hat sich jetzt also demnächst eine Titelchance bei Festen. Weil ich bin nicht so bei WrestleMania, nee. Derjenige, der das 30-Mann Royal Rumble gewinnt, der hat bei mir eine Chance.
Randy Savage. Leider auch schon tot, leider. Aber war auch eine sehr, sehr gute Legende. So, jetzt gehen wir ein Stück höher, wenn es geht. Sehen wir das 15-fache. Oder 30. Was ist denn jetzt? Weiß ich nicht. Puh, 20-fache, okay. Das dürfte lustig werden. Stellte Matches. Einzug lassen wir aus. Match-Option. Warte mal. Ja, kämpfe um meinen Titel. Ist ein bisschen riskant, ich weiß, aber hey, no risk, no fun, oder? Ihr könnt aber auch gerne mit mir schreiben, wenn ihr wollt, ich beiße nicht. King Sami Zayn, Alter. You can bet there will be no shortage of excitement tonight in this championship match. Und tschüss, Sami. I don't like the look in his eye here, folks. What lift? A human being jumping that high is almost unthinkable. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, verdammt, genau den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zack. Und tschüss. Nein! Gibt's jetzt ja Ruhe. Buddy Roberts. Ist eine WWE-Legende. Wehe, du versaust mir. Ich wollte gerade sagen, wehe, du versaust mir jetzt meinen Trick. Sammy, say goodbye. Oder auch nicht. Be the last one standing. So. Got out of trouble there, which really should. Who's gonna enter next? There's the elimination, Byron. That was amazing. Oh no! Sami Zayn has been eliminated. Nein. Verdammt. Schaut nicht unbedingt gut für mich aus, ne? Okay, die beiden prügeln sich. Das heißt, ich habe Zeit zum Regenerieren. Das ist gut. Cool. Sehr gut. Trotzdem muss ich jetzt einen von den beiden nach draußen schicken, weil sonst schaut es für mich ein bisschen. Aber. Nein! Oh. Die hassen mich. Ich hab's mitgekriegt. Ach, ich greife mir auf den. Kevin, let me go. Alter, weh, du schmeißt mich jetzt raus, hey. Nein! Mann, nein! Ich bin raus. Ich komme als Zehnter wieder rein. Das gibt's doch nicht, ey. Erst ich und der Buddy Roberts, Alter. Ich glaube, ich krieg einen Anfall, ey. Schreibt mal eure Meinung zu dem diesjährigen Royal Rumble. Es würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Also ich war relativ, bei den Frauen war ich relativ enttäuscht. Da habe ich mir echt wirklich mehr vorgestellt. Aber bei den Männern war ich positiv, echt positiv überrascht. Das war ein sehr, sehr schönes Royal Rumble. Ich habe es gefeiert. Auch dass Shinsuke gewonnen hat. Das habe ich so gefeiert. Also, ich muss mir merken, dass Randy Savage nachher beim Elimination Chamber
den Titel, Dings kriegt. Müsste ich mir irgendwo aufschreiben, ne? Warte mal, jetzt ist er erst 8 drin, das schreibe ich mir kurz auf. Unter Memo. Also, Randy Savage kriegt eine Titelchance. Der hat 10. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. Also Randy Savage kriegt eine Chance. Wer das jetzt das Match gewinnt, kriegt bei Fastlane eine Chance. Wer das 30 Dings gewinnt, der kriegt bei WrestleMania eine Chance. Jeff Hardy. Boah, ich freue mich schon, wenn Jeff Hardy wiederkommt. Der wird so richtig lustig mit dem Broken Gimmick. Oder Broken, wie es jetzt heißt. Das wird richtig, richtig lustig. Da freue ich mich schon voll drauf. Zack. Richtig lustig, ja. Wenn man auf Legendär spielt, dann wird es wenigstens anspruchsvoll und nicht so elendig langweilig. Oh, AJ Styles zurück, wenn wir gleich noch. Und Kevin Nash hat sich soeben verabschiedet. Jinder Mahal gegen Bobby Roode. Hatten wir das nicht schon mal? Vor kurzem? Okay. Wenn ich. Ja, Drew McIntyre. Sehr gut. Sehr gut. Und tschüss, Jeff. Zack. Jinder. Let me go, bitch. Such dem ein anderes zum Spielen, wenn ich nicht. Aua, AJ. A fresh superstar usually does, Cole. Oh, verdammt. Das war ein schöner Gruß an die Nüsse. Danke sehr. Schön war's. Jeff Hardy came up big in that exchange. He's on the defensive now. He doesn't want to let this match get out. So, jetzt gibt's jetzt mal einen Future Shock zum Mitnehmen. Zack. Und AJ Styles sagt demnächst auf Wiedersehen. Hoffentlich. Cesaro. Der Schweizer Superman. Nein. Genau. Perfekt. Ich will nicht schon wieder rausfliegen. Es ist nicht unbedingt so praktisch. Okay, Racer, was ist mit dir, du dummer Penner. Du dicker, fetter, kleiner Penner. Nein! Haha. Das war's dann wohl mit deiner Chance, mich rauszuhauen. Du Schlüpferluckender irgendwas. Nein! Mann, ey, jetzt ist der Ring so voll, dass man von der Übersicht verliert. Das ist voll krass. Mann! Cesaro not looking so great right now. He's going to need to find a way to fire back. Hey, if he can't handle a little punishment here and there, maybe he has no business being in the Royal Rumble match. But be the last one standing. And there's the ovation. Styles looks like he wants to do it all by himself. Was? Baruto schon draußen? Okay, krass. Au! Bitte. Ey, ich hab gesehen, der Tumor, wo kriegst du nicht mit? Was zum Vogel aller Helden ist hier passiert? Na komm, spring! Ha, der ging daneben, ne? Was hältst du von dem Future Shock? Nicht, gell? Ja, immer wieder eine nice Aktion und jetzt weg mit dir, du gehst mir auf die Eier. Jeff, ich hab dich lieb, das weißt du, aber du gehst mir dezent auf die Eier. Ich bin natürlich nicht schwul, aber der geht mir dezent auf die Eier. Und tschüss, Jeff Hardy. Das war's. Mann, ich hab's abgewehrt. Was soll denn der Mist? Was, Cesaro ist auch schon draußen? Okay, das ist krass. Das ist dezent krass.
Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag, ja? Carl Anderson. Und es folgen noch 6 Leute. Verdammt. Oh, what a great escape. Wow, I cannot believe it, Michael. Ja, komm, hey. Okay, der war noch zu fit. Racer, lass mich in Ruhe, du Penner. Und tschüss, Penner. Was ist mit dir? Sorry, Herr Fulton. Kriegt jetzt erstmal richtig eins aufs Fressbrett, der geht mir. Dem habe ich sowieso nur eine kleine private Rechnung offen. Wuck. Bitte lass mich standen. Oh, Luke Harper, verdammter Mist. Carl Anderson has eliminated. Yes. Nein, nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Guck mal, jetzt letzter Rennen, 20. Es gibt's doch nicht, dass ich so schlecht bin. Entschuldigung, ich bin der Versick Hightech, glaube ich. Ah, Bier ist auch alle. Verdammt. Luke Gallows oder was? Nein, wer ist das? Ich weiß, dass er eine Legende ist, aber denkst du, ich komme jetzt drauf, wer das ist? Einfach nur Luke ist ein bisschen komische Beschreibung, aber okay. Sawyer Fulton gegen Luke Harper und AJ Styles gegen Luke. Und Booker T macht gerade Sightseeing am Ring sein. Okay, die also Luke Harper und Eric Rowan, die geben sich schon ordentlich. Rich Swann. Komischerweise, weil ich gerade den Namen lese. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Enzo Amore wurde gefeuert, obwohl er nichts gemacht hat. Nur weil er es verschwiegen hat. Ja, wurde er gefeuert. Rich Swann hat seine Frau geschlagen. Und das nachweislich. Das können verschiedene Quellen bestätigen. Der darf allerdings bleiben. Irgendwie check ich die Relevanz daran nicht. Er wurde sogar angezeigt. Okay, man hat es fallen lassen, aber trotzdem. Er darf bleiben, ja? Okay, ich würde sagen, ja, Booker T ist eliminated. Aber versteht ihr mich vielleicht ansatzweise? Ah, ich darf Ricky the Dragon Steamboat spielen. Nice, eine Legende. Freut mich. So. Haufen Leute legen sich, also bauen Scheiße und werden nicht gefeuert. Enzo Amore wird gefeuert, obwohl er nichts gemacht hat. Obwohl die Frau, die angeblich vergewaltigt wurde, rausbekommen hat, dass das eine Lüge war. Aber gut. The Royal Rumble match will absolutely test your resolve, guys, and that's exactly what we're seeing here with him. And knowing him the way I do, I'm willing to. Könnte man mir trotzdem ganz kurz erklären, wo hier eigentlich der Sinn der Sache ist, warum er jetzt Rich Swann weiterbleiben darf, aber Luke hat Enzo gefeuert wurde.
Und deswegen hasse ich Rich Swann wie die Pest, weil der darf bleiben und alle anderen müssen gehen. Finde ich so zum Kotzen. Komm schon, Luke Harper, leg dich mit AJ an und lass mir Rich Swann, oder? Keine Ahnung, hol ich mir halt AJ. Mir auch egal jetzt. Denkst du, die scheiß da langsam mal um, oder was? Kein Contact Move mehr. Verdammte Scheibe. Ich muss das mit den Contact Moves ausmachen. Das macht mich wahnsinnig. Ja, klar. Und ich bin gleich wieder der Nächste, der rausfliegt, oder was? Ach Mann, ne, jetzt reicht's aber. Ernsthaft, es reicht. Schnauze voll. I'm shocked he's even still in there, guys. Given the punishment he's taken, I figured somebody would have eliminated him by now. Yeah, but the good news is Styles Clash. Can he finish him off here? Ja, klar, und er darf sofort eine Aktion starten. Sag mal, willst du mich verarschen? AJ Styles got him there. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. Ich wollte gerade sagen, wie wär's denn mal, wenn du rausfliegst? Hä? Willst du es cool finden, ne? Ich glaube, das Match verliere ich wieder. Ich habe gesagt, ich hasse Royal Rumble einerseits. Ich hasse es so hart. Und tschüss, Rich Swann. Vielleicht sagst du auf Wiedersehen. Jetzt kommt die Signatur hoch. Dark. Ich habe 3 Finisher und ich konnte nur nicht einen davon einsetzen. Ja, klar, komm. Durch den scheiß Bug werde ich jetzt rausfliegen, oder was? Das glaubst du wohl selber nicht. Aber Rich Swann, ich habe gehört, du willst unbedingt rausfliegen. Was hältst du davon? Nice, oder? Ja, finde ich auch. Voll. So. Goodbye. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir bloß noch zu dritt. Wer jetzt rausfliegt als nächstes? Ich hoffentlich nicht. Alter, das war gerade mehr als nur Reflexe. Falls ihr euch wundert, warum ich so beschissen spiele, ich habe einen Gips an der linken Hand. Und damit ist es ein bisschen schwer zum Spielen. Gut, abgewehrt. Ah, den Superkick konnte ich nicht abwehren. Ja, ja, und 5-Sterne-Match. Oh, sehr gut. Und Duck. So. AJ, say goodbye. Luke, die Macht möge nicht mit dir sein. Nein, nicht dein Truckstop. Nein, nein, nein. Scheiße. Habe ich zu spät gedrückt. Ich könnte kotzen, ey. Mit anderen Finisher, genauso wie ich. Ich habe 2. Und 2 Signature. Nein, Mann! Ha! Sehr gut. Trotzdem. Das gibt's nicht! Willst du mich veräppeln oder sowas? Hä? Das gibt's nicht. Jetzt wieder blauer Himmel, also das Wetter macht mir ein bisschen wahnsinnig. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein.
Alter, das Spiel bescheißt doch ernsthaft. Ich drück die ganze Zeit, aber ja klar, komm. Wurscht, wir spielen jetzt Fastlane und Elimination Chamber. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr für Rumble. Ob mein Titel ist futsch. Ja, Luke Harper kann sich freuen, der ist jetzt neuer Champion. Verdammt. Ach Mann. So, wurscht, wir spielen jetzt Dings nach. Elimination Chamber. Also, da macht einmal mit. Also erstmal ich. Boah. Zufall. Dann geht's. Randy Savage, genau. Randy Savage, wo ist er? Der hat sich eine Chance verdient. Macho Man Randy Savage. Geht auch aus dem Verein. Da machen wir noch Luke Harper mit rein. JK Luke Harper. Ja, Luke Harper, genau. Dann machen wir noch rein Roman Reigns. Randy Orton. Und Brock Lesnar. Und es geht um den WWE World Heavyweight Champion Titel. Ach, das ist hier, glaube ich, das nächste Elimination Chamber, ist, glaube ich, das nächste Großveranstaltung, gell? Die kommt am 25. Februar. Oh ja, das wird eine scheiß lange Nacht für mich. Aber nach dem Match höre ich jetzt auch auf zu streamen, weil mein Kopf raucht gerade etwas und ein bisschen macht das Wetter mich auch wahnsinnig. Außerdem will ich in meinem Büro noch ein bisschen was umgestalten und da brauche ich ein bisschen Zeit. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Vielleicht streame ich heute Abend nochmal, vielleicht streame ich auch morgen nochmal. Ich gebe euch auf alle Fälle auf Twitter Bescheid. Ne? Here we go, folks. It's go time. Wie gesagt, wenn ihr Ausrufezeichen PlayStation eingibt, dann seht ihr, wie ich heiße. Oder warte mal, ich zeig's euch schnell. Ich sollte ja nicht meinen Bot einstellen, dass er das automatisch irgendwann macht. Chat. Ausrufezeichen. ESN. The champion knows what it takes to okay, das bringt gerade gar nichts, okay. Ausrufezeichen, PlayStation, da bist du. Yeah, you know what they say, if you want to be the best, you gotta beat the best. Gott. Right, warte kurz. Get ready. Ausrufezeichen. Ready. On destroying WWE superstars. Orton is cold, calculated, and methodical, like no other entity. Ach, Luke Harper, okay. To top it off, let's just say the Apex Predator doesn't play well. Irgendwie haut es heute nicht mehr hin. Ich glaube, mir hat die Einstellung zerschossen. A well placed strike. Ja, ich glaube, mir hat die Einstellung zerschossen von meinem Nightbot. Gott, ich muss dann nachher nochmal einen Computer starten und das mache ich dann nochmal neu. Okay. Warte mal, ich teste jetzt nochmal schnell. Ah, Randy Savage. Ich teste jetzt nochmal schnell was.
Das müssten wir eigentlich nehmen. Ah ja, das nimmt er komischerweise, aber die anderen nimmt er nicht. Komisch. Naja. Wir werden es dann sehen. Was jetzt los ist und... And he executes a picture-perfect Russian leg sweep. Achso, warte kurz. Boy, the time just flies, doesn't it? He'll have a headache tomorrow for sure. Ja, ich weiß, ich bin dran. Oder? Ja. No, there's the reversal. Oh, that was a hard shot. What a strike. Randy Savage with a nice reversal. Ich verprügel gerade meinen Lieblingswrestler. Oh, nicht schlecht. Oder eher mich, je nachdem. Ich muss nachher meine Comments nochmal, also Commands nochmal umarbeiten, weil das geht so nicht. Das kann es echt nicht sein, dass ich jetzt mir die ganzen Commands erschossen. Ich kann... Not sure where he got this much energy. Cover here. In a kick out. Just powered out. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Mike. Toll, Brock Lesnar ist auch noch dabei. Ja, das wird ja richtig lustig. Roman Reigns. Roman Reigns. Oh no, it's Lesnar. It's Brock Lesnar. You're damn right here. There is no quit in this man tonight. Oh, he just won't stay down. Gotta love that type of resiliency. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Watch out, Roman Reigns is on the attack now. Gib dir das zurück, was du mir angegeben hast, du Sack, du. Roman Reigns saw that one coming. What a shot by Luke Harper. Nein, Randy. Hörst du auf? Oh, verdammt. Okay, Luke Harper ist raus. Ja, Luke Harper ist raus. Nein! Verdammt. Haha, Widerstand. Sehr gut. So. That misses the mark. That wasn't even close, Michael. Whoops, not even close. What was he thinking? Jetzt erstmal da oben versteckt. Wenn sich dann passender Gegner meldet, dann bin ich schon mal zur Stelle. Keine Bange. So wie jetzt. Einfach mal schauen. Ja, schießt sie voll erwischt. Sehr gut. Ich liebe sowas. Nein! Oh, verdammt, der Mist! He's 76 Follower habe ich? Nice! Boom!
Roman, nein. Nein, Sleeper holt, oder? Du bist doch so eine Ratte. Ich will mich mit Brock anlegen. Und dann muss ich warten, bis du in die Challenge im Arsch ist. Komm schon. Mann. Cool. Oder mit Randy. Was eh gleich passieren wird. Weil Roman ist draußen. Und tschüss, Randy. Was zum? Nein, nein, ich will. Ah, jetzt hätte ich gedacht, er gibt mir eine Five, aber nein, hat er gar keinen Finisher. Zum Bowl. Nein! The challenge is taking on some offense, but he certainly comes into this championship match with a ton of momentum. Randy, when was the last Dandy, time you Randy, Dandy, Randy, Elimination Chamber match without being bumps yeah. and bruises along the way? Never. That's when. So go easy on him, would you? You have to worry about his orbital bone after that. And here comes Orton. Ich bin mal nebenbei mal kurz Mittagspause halten. Muss für den Ringseile kommen. Das Dumme ist, ich hab zwei Kampfbomben als Finisher. Nein! 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 Nein, nicht den AKO! Nein! Haha, Widerstand! Randy, du gehst dir heute nicht mit Titel nach Hause, das kannst du ganz glatt abschminken. Das kannst du definitiv abschminken. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. The frequency of this move is becoming deliberate at this point, to say the least. This is what makes him one of the best in the business. He's sending a message. Nein, Randy. So, tschüss. Randy, das war's. 2, 3. Was zum... Willst du mich verarschen oder was? So, ich spiel jetzt einfach mal eine Runde fauler Hund. Nein, ich muss meine Ausdauer ein bisschen regenerieren und es dauert dann halt ein bisschen. Lass mal die beiden da erstmal fertig werden und dann. Randy ist schon voll im Eimer, kommt aber immer wieder raus. Es ist so krass. Das war's. Randy hat verloren. Na komm, pin ihn. Round 2, 3. Was zum? Wie oft will er denn noch rauskommen, ey? Das gibt's ja nicht. Jetzt macht dann Randy eine Acke und der Dings ist draußen, oder was? Tja, als wenn du mich kriegen könntest, wieder bitte. Ha? Wie willst du mich denn erwischen? Du erwischst mich nicht, aber... Ich stehe jetzt wieder mal wirklich sehr gut in der Mitte, nämlich bei den... Okay, er holt sich wahrscheinlich Randy, oder? Ja, sehr gut. Das heißt, ich bin erstmal aus dem Spiel. Nur ich müsste mich da wegbewegen, weil sonst wird es schmerzhaft. Success breeds success and he's definitely having some right now.
Randy. Incoming. Firmly in the driver's seat after that slam. Someone stand up in the Swanton Bomb who overlaps. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. Oh man, the champ looks absolutely out of it right now. Randy, he's looking for the win. Two, three, must some. Die wollen mich doch alle zum Narren halten, oder? Nein! Mann! Leute! Spielt mit euch, aber nicht mit mir! Ihr Semmelfurzer! Klar, und ich krieg ein AKO. Sag mal, willst du mich verarschen, oder was? Ja, und ich bin draußen. Sehr gut! Echt Leute, ich beende es für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Und Randy macht's, oder? Nein. Jetzt bin ich gespannt, wer es macht. Ich werde dann meinen Bots ein bisschen umarbeiten und dann mal schauen, vielleicht gibt es dann später einen Stream mit Deus Ex Mankind Divided. Ich bin mir noch nicht sicher, keine Ahnung. Few superstars are as dominant as this guy. Ja, es wird keine AKO geben, wenn er jetzt so weitermacht. Contermove hat auch nur noch einen. Das könnte recht lustig werden. Ach, hat schon abgewehrt, sehr gut. Aber er hat trotzdem keine Energie dafür, dass er ein AKO machen könnte. Was ihn jetzt aber in der Hinsicht jetzt... Okay, das war's. Ja. Tschüss, Randy. Schön war's. Lange hast du durchgehalten. Jetzt ist danach, wenn man einen F5 gibt, dann hat sich sowieso erledigt. Echt, Perkins hat Fans? Wusste ich gar nicht. Oh, das wäre jetzt böse. Okay, Randy. Schön war's. Tschüss. One, two, three. Randy muss cheaten, ohne Scheiß, der cheatet doch, der Penner. Das gibt's ja nicht, der ist jetzt auf 4 oder 5 Finishern rausgekommen, wie geht denn das bitte? Suplex City, da, Suplex City. Hello and welcome to the new world of hardcore. Uh-oh, he's in trouble here. F5. And goodbye. Goodbye, my dear. Lesnar's goodbye. With an F5. Bang! The Viper getting absolutely pounded right now. What the hell? Ich check Randy gerade nicht. Ernsthaft. Sobald es um Titel geht, ist der wie... Der ist so ein übermenschlicher Freak oder so, ne? Randy, Brockle blutet schon wie den Schwein. Der kommt raus, was glaubst du? Ja, sicher. Denkst du, er lässt sich einfach so besiegen? Nein. Suplex City. Danach gibt es eine F5 und dann war's das. Dann haben wir einen neuen WWE World Heavyweight Champion. Ja, Brock, du blutest. Ah, oh, Kimura Lock. Ah, oh, ist das böse. Klopft er ab oder klopft er nicht ab? Bricht er ihm den Arm oder bricht er ihm nicht den Arm?
Nein, er kommt raus. Alter, hat der Schwein. Und ein Suplex hinten nach. So nach dem Motto, du verarschst mich nicht nochmal. Da, und schön Knietrempel in die Magen gängt. So liebe ich es, so brauche ich es. Na, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Nichts kommt, weil Randy mal wieder viel zu langsam war. Doch, zu Black City. Zum zweiten Mal. Eins. Zwei. Und die drei. Was kommt jetzt? F5? Oder Kimura Lock? Ich sag F5. Nein, es kommt nichts. Er hat abgewehrt. Sehr gut. So. Wenn Randy jetzt klug ist, setzt er den Akio an. Er scheint aber nicht wirklich darauf ausgesehen zu haben, dass er den einsetzt. Deswegen könnte es vielleicht jetzt auch noch sein, wenn Brock Lesnar sich erholt, und zwar schnell genug erholt, dass es vielleicht dann doch Brock Lesnar macht. Nice. So. Nein. Randy hat abgewehrt, sehr gut. Macht er jetzt Nakio? Wagt es? Ja! RKO! Und war's das? War's das? Eine Frage des. One. Two. Randy did it! Randy hat's geschafft. Randy ist der neue WWE Champion. Er hat sich redlich verdient. Er hat sich sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ein sehr, sehr gutes Match. Applaus, Applaus. Jetzt ist er mich besiegt. So ungern ich es zugebe, aber er hat mich besiegt. So. Runde mit Randy feiern. Randy Orton. Okay, liebe Ladies und liebe Gentlemen, I go offline. I hope you have fun for the stream and for this game. I go live tomorrow night and I play. A game. I have forgotten the name. Follow me on Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook. Or anybody else? Yes. I wish you a very good evening. Bye bye.